Ja, aber er hat leider so brutal wenig Ausdauer. Ja, wenn wir kurz stehen bleiben, ist glaube ich sogar sinnvoller, weil da geht es definitiv schneller hoch. Ach, hier wäre halt auch so ein Ding, ne? Der ist halt näher an der Base. Wollen wir den holen? Nein, 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 nicht wegfliegen. Scheiße. Hier hinten ist noch einer. Komm schon, jetzt sehe ich natürlich alle. Vorne habe ich sie gesucht, bis zum geht nicht mehr. Und los, und los, und los, und los geht's. Oh, der frisst aber auch sehr, sehr viel, wenn er hier am Rennen ist oder sehr viel Ausdauer verbraucht. Kannst du schneller rennen, wenn ich neben dir herlaufe? Okay, so, wie sieht's bei dir aus, Kollege? Ah, nicht gut. Wir bräuchten unbedingt mehr Mojo, mehr Dingbärchen, Narcoberries. Oh mein Gott, liebe ich diesen Dino jetzt schon? Heilige Scheiße, geht es schnell mit dem. Kommt schon wieder dieses Ding auf uns zugelaufen. Das gibt's doch nicht. Bleib bloß weg von mir. Das Ding ist halt auch, sieht halt aus wie ein Baumstumpf. So, gehen, legen wir gleich die Narcoberries nochmal rein. Und gehen das gleich nochmal erzwingen. Wir legen einfach mal ein paar rein. Ich weiß halt nicht, wie effektiv das die Dinge hier sind. Achso, und Folgen können wir wieder aktivieren. Ist schon wieder aufgestiegen? Ne, noch nicht ganz. Nein! Gemini! Oh oh. Nein, 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 ich habe ihn auf aggressiv gesetzt. Das wollte ich jetzt nicht. Nicht ins Wasser! Gemini! Holy shit! Oh mein Gott, Gemini, wie kannst du mir so einen Schreck einjagen? Ich wollte dich doch nur zum Folgen zwingen. Heilige Scheiße, Alter, der war jetzt wirklich close. Okay, aber wie es aussieht, bekommen wir den auch. Aber wie heißt dieses Ding jetzt nochmal? Petteran, was auch immer. Petter. Schauen wir mal, was so ein Sattel von dem Ding kostet. Ey, haben wir das Ding überhaupt schon? Wie hieß das? Oh, was habe ich hier geschrieben? Das ist aber nicht der, oder? Level 35. Hieß das Ding so? Das sieht so komisch aus, ein PTMT. Ja, 35. Und welches Level sind wir? Wir sind 31. Fuck, den können wir noch gar nicht mitnehmen, Freunde. Also mitnehmen vielleicht schon. Aber noch nicht fliegen. Er braucht halt schon wieder Narcoberries. Hätten wir ihn vielleicht doch. Der Primate wäre vielleicht ein bisschen zu overskill gewesen. Nee, das wollen wir nicht. Den gehen wir nochmal auf Ausdauer machen. Wer fliegt da? Also ich finde die relativ aufwendig zu tamen, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Vor allem, wir können sie halt noch nicht benutzen. Das ist halt sehr blöd. Das wäre eigentlich so mein Plan gewesen, ne? Eben so eine zu tamen. Und dann Eisen oder so zu farmen. Ich weiß nur noch, dass die Eisensteine so oben so eine leicht gelbliche Oberfläche haben. Oder war das so einer? Der sieht doch auch so ein bisschen anders aus. Mit so bemoost so ein bisschen. Nee, aber ich glaube, das wird hier nichts. Weiß halt jetzt auch gar nicht. Was haben wir denn jetzt reingelegt in den Ofen? Ich glaube, das waren so circa 10, 12 Eisen ungefähr. Gemini? Hier hinten. So 10, 12 Eisen ungefähr. Und haben dafür gerade mal 5 Stück bekommen.
Ich verhungere. Ja, ich weiß nicht, dass ich verhungere. Scheiße, kriegen wir nicht irgendwas schnell auf die Schnelle? Ein bisschen Fleisch? Haben wir rohes Fleisch einstecken? Nee, aber wir könnten wieder Bärchen essen. Ja, es wird wahrscheinlich die einzige Möglichkeit jetzt hier sein. Oh, da ging aber einen ganzen Schluck nach oben. Holy shit. Der ist halt auch relativ niedrig vom Level. Er ist halt nur 5, aber ich denke mal, für den Anfang soll es auf jeden Fall reichen. Und der wird ja auch noch ein bisschen gelevelt. Ich sollte mir schon fast so eine ganze Flugarmee von denen machen. Oder so ein Pronto. Ja, was ist denn mein nächster Plan? Also mein Plan wäre eigentlich... Nein. Ah, schade. Jetzt habe ich gedacht, der fällt vielleicht nach unten, ne? Fällt er noch? Nee. Also mein Plan ist auf jeden Fall, wir gehen auf jeden Fall Eisen suchen. Das wollte ich eben mit denen hier machen, damit wir uns Eisenwerkzeuge basteln können. Weil auf dem normalen Weg dauert mir das definitiv zu lange. Mit denen kann man von oben schön über alles überblicken. Und dann sieht man halt diese gelben Steine. Man kann auch relativ schnell, denke ich mal, wieder von A nach B kommen. Und das macht dann eben vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Deswegen ist eben mein Plan, diesen Dino zu tamen. Dann können wir uns die Armbrust machen. Wir können uns eine Eisenspitzhacke machen und eine Eisenaxt machen. Und das macht dann schon ein bisschen mehr Sinn, hoffe ich zumindest. Öl weiß ich auch, gibt es auf jeden Fall im Wasser, aber ist, glaube ich, sehr, sehr schwer durch die ganzen Megalodons und so. Oder? Wir gehen mal zurück, nicht, dass unser Trike hier auch noch gefressen wird. Wasser ist jetzt nicht gerade sein Element. Jetzt weiß ich aber, glaube ich, woran das liegt. Der frisst einfach so enorm wenig. Habe ich zumindest im Gefühl. Ja, fliegen aber eine ganze Menge von denen rum, ne? Ich sollte mir 10 Trikes tamen und sollte die alle auf diese Dodos losschicken. Komm schon, Kollege, ess doch endlich. Er mag nicht essen und ich habe wirklich total Hunger, weil wir haben gerade hier 14:10 Uhr, glaube ich. Und ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Hinten ist diese Eiswelt. Da müssen noch auch diese... Oder ist das Eis? Es sieht für mich auf jeden Fall so schneemäßig aus. Dann können wir vielleicht mal hier rüber flattern. Und da gibt es auch diese Pinguine. Und die geben auch irgendeinen speziellen Rohstoff. Aber ich weiß nicht mehr genau was. Wir müssen hier nochmal ein paar Narcos-Berries reindrücken. Das hilft alles nichts. Wenn ich auf sein Inventar zugreifen könnte. Oh oh. Komm schon. Warum kann ich jetzt nicht mehr auf sein Inventar zugreifen? Ah, hier. Hau mir einfach noch ein paar von denen rein. 5 Stück. Das soll es eigentlich reichen, denke ich mal. Ich habe nämlich das Problem gehabt. Ganz am Anfang von Ark habe ich mir auch einen Trike, glaube ich, getamed. Und das bewusstlos, das war beim Anfang B, möchte ich sagen. Und der ist dann einfach aufgestanden. Das war dann ein bisschen kacke. Und da habe ich natürlich alles umsonst getamed. Und das war noch ohne Multiplikator und ohne das ganze Krempel hier. Und das ist schon sehr, sehr aufwendig gewesen. Also rein Vanilla-Surfer. Hier ist noch einer. Gibst du mir Prime-Meat? Ich glaub's nicht, ne? Sieht unser Hunger aus. Geht noch, oder hält sich noch in Grenzen, ne? Ich weiß nicht, ob ein Fleisch noch reicht. Ah, feiner Jiminy. Jiminy, du bist der Beste. Wie viele Pfeile haben wir von denen? 24-25 Stück? Ich glaube, es reicht noch nicht für so einen großen Dodo. Wobei, so langsam würde ich mir aber schon zutrauen. Aber ich glaube, es wäre vielleicht echt sinnvoll, auf die Armbrust zu sparen. Und dann vielleicht einen zu holen. Und so einer für Bärchen wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja, also dann muss ich schon sagen, dann wären wir schon relativ high skilled. Wir haben nämlich eine ziemlich beschissene Hütte, die noch nicht mal ein zweites Stockwerk hat. Aber dann schon 4 Dinos. Oder 5 eventuell. Jiminy, hast du... Okay. Ja, aber er muss doch irgendwann essen.
Wie folgt er mir denn dann? Wie kann ich ihn denn dann steuern? Oder läuft er nur auf dem Boden rum? Ja, und auch sein Inventar zuzugreifen, finde ich auch so ein bisschen schwer. Man triggert ebenso schwer. Okay, Jiminy, geh mal hier auf Seite. Er läuft natürlich drüber. Yes! Wir nennen ihn Proton, weil er Peter Roton oder irgendwie so ähnlich heißt. Sehr schön. Hey, Buddy, wie geht's dir? Okay, was können wir denn mit dem machen? Wir können folgen. Nee, das ist, glaube ich, in Ordnung. Wir gehen zurück. Fliegt er? Tatsächlich. Sehr schön. Also, not bad, was wir bis jetzt geschafft haben. Wir haben jetzt sogar schon 3 Dinos. Damit habe ich ja noch nie gerechnet. Aber wir bräuchten halt ein paar höhere Levels, ne? Wie kann ich denn schnell im Level aufsteigen? Vielleicht, wenn ich ein paar Dodos verkloppe oder so? Wir haben noch mehr als genug Pfeile, ne? Ging nicht hoch vom Level? Nein. Scheiße, ich glaube, wir müssen echt irgendwas craften. Oh, ich bin aufgestiegen. Oh mein Gott, es hat geholfen. Danke, Dodo. Bleib hier. Ach, wir müssen unsere ganzen Pfeile wieder einsammeln. Oh mein Gott, und hier ist halt ein ganzes Dodo-Paradies. Komm, du wirst es eh nicht schaffen im Wasser. Oh, was ist denn mit dem hier los? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. War das ein Fehler? Oh mein Gott, wo hat er den denn hingeschossen? Heilige Scheiße, habt ihr das gesehen? Oh, ich verhungere. Brauche ein bisschen Essen. Erleder ist, glaube ich, nie schlecht, aber wir haben hier so viele Dodos hier liegen irgendwo, oder? Oh, was ist denn das? Er greift mir jetzt aber nicht an, wenn ich das jetzt hole, oder? Oh oh! Wo ist denn der? Ist er schon tot? Okay, wir müssen auf jeden Fall unbedingt was essen. Inventar öffnen. Ah, jetzt haben wir bestimmt wieder kein Holz, oder? Natürlich nicht. Wir gehen jetzt einfach mal auf Ausdauer. Wir bräuchten Holz. Legen wir das hier rein. Das nehmen wir auch mit damit raus. So, dann legen wir unser ganzes Fleisch hier mal rein. Fuck, was war denn? Au! Wo ist denn dieses Ding? Ich erwische halt nicht den richtigen. Komm, bleib hier! Oh, fuck, wir müssen ins Haus. Wir sind fast dead. Haben wir ihn getötet? Oh mein Gott, Jiminy, du bist der Beste. Wie sieht's bei dir aus, Kollege? Ich glaube auch noch in Ordnung. Was fehlt uns denn schon wieder? Wir sind nur ein bisschen angekratzt. Alles gut. Soll es schon wieder besser werden? Hoffe ich zumindest. So, Jiminy, wir gehen jetzt noch ein bisschen farmen. Ja, wir gehen jetzt noch ein paar Sträucher abgrasen. Das muss leider sein. Aber wenn hier schon so viele stehen, ist es, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Sechs Narco-Berries. Nochmal 5. Das ist mein Raptor hier hinten. Warum steht der so weit weg, so weit abseits? Vielleicht finden wir unterwegs was richtig Cooles. Oder wir holen uns echt noch einen Trike. Ich meine, das wäre jetzt keine große Action eigentlich. Nur vielleicht für unterwegs noch ein bisschen, damit wir nicht so ganz dämlich hier stehen. Können wir eigentlich tatsächlich machen.
Also von den Pfeilen her soll es eigentlich, glaube ich, auch noch reichen. Ey, Proton ist ja Level 32. Ach nee, ich bin Level 32, er ist Level 7. Das können wir dann wirklich vielleicht nochmal probieren. Den Raptor holen wir auf jeden Fall jetzt nochmal. Nicht, dass wir den unterwegs verlieren. Den können wir nämlich auch schon wieder aufleveln. Ist der so schwer? Wir gehen ihn wieder auf Nahkampfschaden machen. So, sehr schön. Was bist denn du für einer? Die muss ich jetzt auch mal kurz nochmal herpfeifen. Kollege, bleib's mal hier. Befehl folgen, deaktivieren. Ne, wir wollen ihn erst leveln. Weiß halt nicht, wie ich ihn so steuern kann, deswegen... Das packen wir hier rein, den gehen wir auch aus aufleveln auf Ausdauer. Das wird nur unser Packesel. Und Befehl folgen, deaktivieren. So, okay. Wir wollten eine Narkopaste machen. Das hat der Trike alles drin. Dann gehen wir noch einen Trike holen. Oder? Bis wir zumindest den Sattel machen können. Wir bräuchten aber mehr vergammeltes Fleisch. Nochmal 11 Stück. Das sieht sehr gut aus. Also ich glaube, das wird schon langsam mein Lieblingsdino, der Jiminy. So, drei, wie viel haben wir gesagt, funktionieren? 8 Stück, okay, hier unten steht's hier. Können wir eigentlich schon gleich wieder ein paar Pfeile herstellen. Sehr schön. Also hätte ich gleich vom Anfang an machen sollen, also ganz, ganz klarer Fall. So, ich will das hier nochmal kurz ausräumen. Ich bräuchte mehr Fleisch, ich bräuchte mehr Fleisch. Wir brauchen mehr vergammeltes Fleisch. Haben wir hier noch was drin? Ne, hier sind Fasern. Oh, hier ist noch Metall. Das können wir gleich in den Ofen. Weiß nicht, für was dieses blöde Eis. Die Kohle weiß ich auch noch nicht. Das lassen wir fallen. Ich verhungere schon wieder. Wir brauchen Holz. Okay, hier haben wir noch 5 solche Dinger. Die gehen wir auch herstellen. Wir gehen jetzt nochmal kurz Holz holen. Das gehen wir aber händisch machen. Das Inventar sieht relativ gut aus. So muss das sein, Freunde. Und nicht anders. Einfach durchlaufen, mal knapp einen Headshot verpassen und dann ist wieder Feierabend für diesen Typen. Ne? Was bist denn? Ach, das ist ein Dodo. Jetzt dachte ich schon, was ist denn das für ein Krabbelvieh hier? Ja, und die Bäume kommen scheinbar auch wieder. Gar nicht so schlecht, dass der hier immer vorm Haus liegt. Ach, komm schon. Gemini, sehr schön. Ja, der kann auch schon wieder bald gelevelt werden. Ah, jetzt ist er weg. Schade. Okay. So, dann gehen wir das jetzt nochmal anzünden. Halt, einmal E. Sehr schön. Pfeile haben wir auch verreckt, die können wir auch noch gar zusammen basteln. Haben wir schon alle? Wo sind sie denn? Hier die Narko-Pfeile. Können wir das nicht aufeinander legen? Es ist immer so blöd hier. 36 Stück. Ich weiß jetzt nicht, ob Jiminy hier noch was vielleicht von seinen Pfeilen abgibt. Bist du meiner? Nee, aber Level 37 wäre vielleicht auch nicht schlecht. Dann suchen wir uns jetzt einen Trike. Hier unten ist meine. Aber ich soll fast die Dinos stoppen, ne? Weil die werden ihn wahrscheinlich wieder zerpflücken. Oder brauchen wir überhaupt einen zweiten? Aber es ist halt gut für die Abwehr, möchte ich sagen, ne? Was für ein Level hast denn du, Kollege? Level 40 wäre vielleicht jetzt auch nicht so schlecht, ne? Okay, wir pfeifen mal unsere ganzen Dinos zurück.
Nicht folgen. Wo steht denn das jetzt? Befehl folgen deaktivieren. Ja, das Problem ist jetzt, wenn ich den angreife hier, ne? Bräuchte eine. Scheiße, wir können ihn gar nicht so angreifen. Wir haben halt nichts zu essen. Diesmal will ich ein bisschen vorbereiter sein. Wir müssen nochmal kurz zurück. Holen uns doch das restliche Fleisch am Grill. Und dann holen wir uns einfach in der Zeit, wo wir sowieso leveln müssen, bis auf 35, bis wir den Sattel haben. Gehen wir dann noch einen Trike tamen. Also ich bräuchte zwar nicht unbedingt einen oder noch einen, aber es ist halt einfach besser für die Abwehr, falls tatsächlich irgendein Dino mal kommt oder so, wie dieser Riesendodo. Vielleicht haben wir dann tatsächlich mal eine Chance oder so. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich will ihn aber von hinten attackieren, will dann noch schön die Ausdauer aufladen. Und weg und weg und weg und weg. Umdrehen und schießen. Wir dehydrieren. Wir müssen ihn dann auch wieder ein bisschen zurücklocken. Können wir unterwegs einen schnellen Happenschluck trinken? Ja. Oh, der war aber gefährlich nah gerade. Und schön zu uns locken. Oh oh. Alles gut. Ich hoffe, wir packen den. Oh, jetzt hat er auch noch so eine Mücke. Oh, jetzt sind wir geradewegs auf den zugelaufen. Also bald muss er schlafen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Unser Bogen ist kaputt. Oh, scheiße. Was brauchen wir für den Bogen? Wir brauchen Holz. Zum Glück haben wir gerade noch getrunken. Der ist hier. Das ist alles gut, das ist alles gut, das ist alles gut. Der Raptor tilt hier schon total ab, weil er hier unbedingt die Base verteidigen will. Wir brauchen ein bisschen Ausdauer, wir brauchen schnell ein bisschen Holz. Moment, ganz kurz nachschauen, was brauchen wir für die Holz und Fasern. Lauf! Den kriegen wir schon noch.